Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Wir befinden uns noch immer im Canyon von Pony. Aber nicht mehr lange, denn hinter diesem Tor befindet sich anscheinend der Schrein des legendären Pokémon, wo wir uns mit den zwei Flöten, die wir haben, dieses eben beschwören können. Ergo, dort gehen wir heute hin. Aber zunächst einmal kurz ins Team geschaut. Unsere Pokémon sind alle total im Arsch. Ergo, ich hoffe, wir kriegen eine Heilung rein. Und zwar von Lilly, weil Lilly total nett ist und Lilly heilt uns gerne. Yay. Na dann. Uff. Laufen ist nicht wirklich meine Stärke, entschuldige. Puh. Bis zum Podium ist es nicht mehr weit, Gebirges. Lass mich deine Pokémon heilen. Ich wusste es. Danke, Lilly. Du bist echt eine hilfreiche Partnerin. Yay. Ein Trainer ist auf seine Pokémon angewiesen. Je besser es ihnen geht, desto mehr Abenteuer kann er mit ihnen bestehen. Yep. Hier im Canyon von Pony muss es doch auch eine Prüfung geben, oder nicht? Zip. Ja. Ich will mich eine Weile ausruhen. Mein Topschuss sollte noch reichen. Naja, Rotom hat recht, es muss eine Prüfung geben. Auf dem altertümlichen Steinmonument ist mit viel Mühe eine Inschrift zu entziffern. Vor dir liegt ein Ort der Prüfung. Der Zutritt ist nur denjenigen erlaubt, die tapfer genug sind. Bah! Der Zutritt ist nur denjenigen erlaubt, die tapfer genug sind, sich den Herausforderungen der Prüfungsstätte zu stellen. Fehlt dir der Mut, dem Herrscher dieser Städte entgegenzutreten, so sei klug und kehre um. Bist du aber gewillt, deinen Pokémon zu vertrauen, so schreite fort. Eure Verbundenheit wird eure Stärke sein. Es ist zwar kein Captain anwesend, aber vor dir liegt anscheinend ein Ort der Prüfung. Möchtest du die Prüfung versuchen? Ja. Die Prüfung im Canyon von Pony? Sie erinnert mich an Elimas Prüfung. Wenn du nicht mal falsch liegst, ey. Ich muss auch. Da ist eine Höhle? Du spürst eine Präsenz. Etwas scheint dich zu beobachten. Ja, aus der Höhle da vorne, wa? Oh, da ist eine TM. Ein Flamiau? Ah ne, Miniras. Wieso kommt mir das bekannt vor? Ein Miniras auf Level 40. Ich darf die ja nicht fangen, weil es eine Prüfung ist. Noch. Aber ich darf sie besiegen. Und Erfahrungspunkte schnappen. Ein bisschen Erfahrungspunkte für das Level. Ab Erfahrungspunkte nehme ich gern. Du hast zack, zack, bumm. Noch kann Schnuffelzieher hier umhauen. Und so wie ich das kenne, ist hier wahrscheinlich der Endgegner ein Grandiras? Oh, verdammter Mist. Der Blick durchbohrt dich regelrecht. Oha. TM. Drachenklaue. Wir geben uns aus einem bestimmten Grund die Drachenklaue hier. Hundertprozentig gibt es ja ein Pokémon, was Drachenklaue. Oh, come on. Wirklich? Es ist still geworden. Holy crap. The fuck? Gibt es einen Grund, dass sie uns hier die Drachenklaue gegeben haben? Es gibt doch hundertprozentig hier irgendeinen Gegner vom Typ Drachen. Und warum ist die Musik wieder weg? Der uns ziemlich auf Nerven gehen kann. Aber ich habe Lämpchen dabei. Lämpchen hat Feiertage drauf. Das ist ein Mediras. Hundertprozentig. Yep. Mediras ist ein Drache- und Kampftyp. Yay. Eine Vielfachschwäche gegen Fee. Yay. Und Zauberschein. Yay. Aber wenn wir schon mal dabei sind, ne? Und der Endgegner hundertprozentig ein Grandiras ist. Die Präsenz ist jetzt im Greifen nah. Da vorne scheint auf jeden Fall ein Ding zu sein. Dann möchte ich doch gerne das absolut nutzen und Lämpchen ausrüsten mit dem Silphium Z. Ja, das könnte interessant werden. Terium Z, Toxium Z. Wäre mal interessant, ne?
Petrium Z. Gesteinsattacken. So, dann wollen wir mal schauen, ne? Es sieht aus, als gäbe es hier ein verstecktes Item, aber anscheinend nicht. Möchtest du uns jetzt Kristall aus dem Sockel nehmen? Ja. Grandiras, Herrscher greift an. War es zu erwarten? Absolut. Steigert mehrere Statuswerte. Wie viele Stufen? Ein und zwei? Zwei Stufen wäre richtig fies. Frage ist, Level 45. Eieiei. Alle Werte um eine Stufe. Das kann ich aus. Z-Kraft. Zauberschein erhöht sich. Und wird zum entzückenden Sternenstoß. Ach, süß. Ah, 160 Stärken nur, aber trotzdem. Himmelhieb. Oh, Kacke. What? Entzückender Sternenstoß. Spacefish. Och, es wurde geherzt. Oh, what the fuck, es hat überlebt. Okay, es hat überlebt. Das Ding gerufen, Xerox, will ich mich verarschen? What the fuck? Ah, 32 nur, okay. Aber trotzdem, what the fuck? Xerox? Das ist uncool, richtig mies. Kokowai. Warum Kokowai? Weil Kokowai Kokowai ist, ne? Einfach weil. Mentalkraut. Okay. Machen wir das Ding Mentalkraut. Oh, zwei Dinge. Oh oh. Wow. Warum hat das Ding ein Mentalkraut drauf? Will ich das überhaupt wissen? Ich glaube nicht. Okay. Machen wir den Kampf mit Prioritätattacken raus. Und zwar Prio auf Grandiras. Damit wir das schon mal rauskriegen, irgendwie. Ich weiß, es ist nicht effektiv. Aber der Schaden könnte trotzdem. Wird wahrscheinlich nicht reichen, aber könnte trotzdem wehtun. Boah, das macht ja gar nichts, ey. Schuppenrasseln. Autsch. Verteidigung sinkt. Zornklinge, wieso. Wieso aktiviert sich die Fähigkeit nicht? Hast du Überbrückung? Ach, es ist ja ein wildes Pokémon. Doof, ich vergesse es immer. Okay. Ich mach's mal ganz einfach. Silber kommt zurück. Und Robin Hood kommt raus. Schuppenrasseln ist eine Attacke vom Typ Drache? Fragezeichen. Zornklinge. Autsch, das tut weh. Autsch. Okay. Dann kommt halt Schnuffels raus. Das Xerox könnte mir echt noch ein bisschen gefährlich werden gerade. Ich hab ein bisschen Angst, dass das Ding mich wirklich noch ein bisschen wehtun könnte. Turbofelsen. Müsste schneller sein. Ja, Grandiras ist auf plus 1 auf Init. Ergo, Turbofelsen muss ich einsetzen. Aber es hat minus 2 auf Verteidigung. Nee, minus 1 auf Verteidigung. Es lebt es. Bonk. Aber so geht zumindest die Zornklinge daneben. Oh, Metallklaue. Du bist gemein. So, Silber, deine Zeit ist gekommen. Ramm das Ding bloß weg. Das Ding ist richtig brutal groß, meine Güte. Überrumpler! Zack, zack, boom! Yay, Prio-Attacken. Yay.
total easy Game und so, easy, ja, GG und so, haha, easy. Ugh. Level 43. Body Chair, what the fuck, warum? Nein. Zorntinge. Au. Das war ein Crit, du Sackgesicht. Okay. Du bist aber zu langsam für Miura, deswegen wirst du drauf gehen, ganz einfach. Zack, 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 Flammenwurf, du bist weg, auf Wiedersehen. Shirox. Bye, bye. Haha. Oh, diesmal war Wuffels nicht vorne. Schnuffels. Mann, oh. Grandiras ist in die tiefsten Tiefen des Canons entschwunden. Prüfung bestanden. Grandios. Du hast ein Z-Kristall des Typ Drache, auch Drakium Z genannt, an dich genommen. Und wieder eine Prüfung bestanden. Aber du weißt ja, wer rastet, der rostet. Ja, Mann. Dann gehen wir direkt weiter. Frage ist, wie löst man die aus? Die Pose kennen wir nicht. Sonnenkreispodium. Oha. Gebirges. Hi, Lilly. Hi, Hapu. Man sagt, die Prüfung im Canon von Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen einer Inselwanderschaft durchgeführt wurde. Und du hast sie mit Bravour gemeistert. Aber ich hatte auch nichts anderes von dir erwartet, Gebirges. Das ist die 7. Prüfung, die du im Lauf deiner Inselwanderschaft absolviert hast. Gratulation. Du wächst als Trainer wirklich über dich hinaus. Dein Landhund hat aber auch Schwerstarbeit geleistet. Oh ja. Landhund sei Dank. Zauberschein sei Dank. Oh ja. Ich pepple es mal eben wieder auf. Danke. Danke, Lilly. Bist du super. Best Companion. Wenn ich euch so sehe, werde ich immer zuversichtlicher, dass ihr euer Ziel erreicht. Ach was. Ich bin mir sogar absolut sicher, dass ihr es erreichen werdet. Ist gut, Pampros. Jetzt müsst ihr nur noch die Sonnenflöte und die Monddinge zugleich erklingen lassen. Komm, Gebirges, gehen wir. Ich glaube, da war der falsche Name drin stehen. Da stand Lilly dran, aber es müsste Harpo gewesen sein. Am Ende dieser sehr langen Treppe wartet die Spitze des Podiums auf uns. Bzz. Eltern wie Kinder sind Menschen mit eigenen Träumen und Gefühlen. Es ist wichtig, dass sie ihre Gefühle auch miteinander mitteilen. Pampro. Aha. Wer baut denn sowas in den Canyon ein, ey? Ich dachte, es gefunkelt, so eine Zigarrenzelle. Das wäre mir auch krank gewesen. Komm, Gebirges, gehen wir. Will ich echt jetzt schon machen? Ich meine, die Prüfung war kurz, aber es war eine Prüfung. Und naja, wenn da oben jetzt Cutscenes passieren werden, wieder wie... Naja, letztes Mal beim Eva-Paradies und es dann wieder zu lang wird, wäre doof. Deswegen, kleinerer Part. Sorry. Prüfung halt, ne? Prüfung ist Prüfung und der Rest ist der Rest. Dementsprechend, sorry für den kurzen Part, aber kurzer Part ist kurzer Part. Haha. Hätte auch schlimmer kommen können. Die Prüfung hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Aber wir haben sie bestanden. Mit Bravour. Graziös. Grandial. Grandial. Ja. Genial. Grandios. Grandial. Gut, aber ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Part gehen wir das Podium besuchen. Hinauf emporklimmen. Tun wir es und schauen, was wir finden. Dementsprechend, ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.